Weißt du, was die Wichten sehen? Du siehst gut als Robert De Niro. Ich meine, ich noch ein bisschen besser aus. Ein bisschen besser. Mein Gott, oh, mein. Kommt hier raufgefahren und kommt er gleich mit seiner Witze. Berliner Udo. Ja, und er hat das Gesicht. Hier. Ja, schön wieder. Ja, da passt dein Gesicht darauf. Wieso fangt ihr nicht vorher schon mal an? Weil wir noch andere Sachen zu tun haben. Was ein fein Stück Kuchen für dich, Udo. Wie heißt das Ding hier? Ich weiß gar nicht, was denn hier? Zitronentorte ist das. Wie heißt das Ding? Oh, lecker, da muss ich gucken. Zitronentorte darf ich aber nicht, wegen mein Reizdarm. Bekommt mir der Udo Sahne, ist im Hintern auch wenig Banane. Wie blöd aber. So, bevor wir hier irgendwas anderes machen als Bilder aufhängen, muss erstmal der ganze Schrott in den Anhänger. Das guckst du jetzt wieder so blöd. Ja. Satan, jetzt wenn ich so angucke, sieht es auch ein bisschen aus wie so ein hier ein Rapper aus Amerika. Rap. Ja, das ist so eher irischer Volkstanz. Ja, mir weiß gar nicht, was Rappen ist. Was ist Rappen? Ich rocke viele Beats, fette Weiber und Red Rot. Ich rocke fette Beats, fette Weiber, Red Rot. Nein! Ich rocke fette Beats. Was? Udo! Nein, mir hat jetzt keine Zeit für Rocken, Fette, Beats und Reime. Mir muss jetzt Metall einpacken. Jetzt guck dir das mal an. Fest! Komm her! Ey, ihr seid. Ey, das sind drei Mann, sind das. Ich glaub, ich bin. Die Handbremse los. Da haben die Handbremse angezogen. Sag da nichts mehr zu. Ich sag da jetzt wirklich nichts mehr zu. Dreh da weiter rum. So, jetzt. Als wenn die Ahorn am Brocken nehmen und nichts können. Korbstein, nicht Handbremse anziehen in Frost. Sich die Handbremse festsetzen. Hol ihm die Sackkarre dann raus. Oh, Leute, und hier musste Plane drüber. Sonst war's das mal mit der Sauna. Oder mit dem Bert, oder wie das Ding heißt. Ich wollte so schaffen. Jo. Und jetzt mit zwei Mann und jetzt runter. So, und mal. Warte. Ja, der Schwur. Mann, geh auf das Kind einfährt drunter, der wäre platt gewesen. Muss mir wieder alles selber machen. Hier sind so viele Kerle. Los, packt an. Hier ist ein Abstand, da ist ein Abstand. Da könnt ihr doch wohl anpacken. 1, 2, 3. Und hoch. Kipp ihn weg. Wenn ihr mal alle so anpacken würdet, wie ihr Pommes fresst, dann würdet ihr ganz anders anpacken. Ja, ich wurde Meister. So, stopp. So, fertig, gut. Da geht André auch mit Milch holen. Und wenn er zu Hause ankommt, fällt ihn auch so gar keine Milch da hat. Hey Leute, ganz ehrlich, entweder arbeiten wir jetzt vernünftig nach Udo-System und nicht nach Wege-System, weil bei Wege geht das nur so. Das ist Wege-System. Und dann heißt das bei Wege nicht Platz sparen, bei Udo heißt das Platz sparen. Mir fällt was auf, André. Jedes Mal, wenn wir hier am Arbeiten sind, dann bist du am Telefonieren. Entweder packst du endlich mal mit an, vernünftig mit an, ohne dass du dein Blödsinn immer hast mit dem Wuff Wuff und Mäh 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 und so eine Kacke. Du hast die Hände noch nicht angebrochen. Wichtiges Telefonat? Ja, wichtiges Telefonat. Dann schalte einfach in deine Seite
ab 18 Uhr wieder richtige Telefonate und noch nicht um 3 Uhr. Meinst du, dass die Leute noch um 18 Uhr arbeiten? Weißt du, ich könnte jetzt wieder kotzen. Warum? Ja, guck dir das mal an, was die bauen. Ja, da ist mir doch jetzt nicht ja, aber was fällt dir auf? Was die hier gebaut haben, ja, das ist hochgradig gefährlich. Ja, hochgradig gefährlich, ich will mich klappen. Moin, Theo. Bist ja immer noch ein Knoen hier. Ich hab den Arm mal geklaut, dann hau ich den Arm weg davon. Das ist aber mooi, Jus. Ne? Auf der Seele. Wieso? Wir können blieb werden, da wie um ihn. Wieso? Aber das Schönste und das Beste ist, dass ich nicht nichts smoke. Da kann ich auch nichts verkehrt machen, wenn ich nichts smoke. Ne? Das ist dann alles Beste. Ja, ich warte, aber keine 100 Jahre. Was machst du nur? Tippen, weil das einfach ein Traum ist. Hier, warte. Ja, wenn die Tante... So, den anderen auch noch hin. Ist jetzt Schluss mit gepackten Anhänger, kommt Samstag weg, wird wieder zu Schrott gebracht und jetzt geht's oben weiter. Und da möchte ich jetzt wirklich viele Hände schnelles Ende sehen. Dein Scheißchen mit den Hundegebell. Das steht nicht hier oben, das steht hier unten in den Heizungsraum und ich komme da wieder rauf. Wilfried, du musst aufpassen, ne? Die Hütchen kannst du nicht rauchen. Bro, wir müssen uns wirklich ein bisschen beeilen. Ja, weißt du, was Wilfried gerade gesagt hat? Jetzt, wir können Bilder noch gar nicht aufhängen. Die Stühle müssen noch auf dem Dachboden, die Vitrine muss da erst noch weg. Ja, und mir fragt sich langsam ganz ehrlich. Er ist über Tag hier. Warum werden die Stühle dann nicht? Er weiß, dass er nur 15 Stühle hier unten stehen sollen. Ich war beim Pfarrhaus, hab da auch... Was hast du mit Pfarrhaus? Alles sauber gemacht. Ja, alles sauber gemacht. Wir haben die Baum fehlen noch. Ja, wel dann? Ole, Nick. Ja. Ole, mehr hast du. Ja, ich muss aufpassen. Ja, das meine ich ja. Aber ich hab die halbe Parkplatzsauber, wir machen alles. Wir verkaufen, du bist der Hausmeister. Wenn ihr das jetzt, nein, ihr macht das verkehrt. Mir zeigt euch das jetzt einmal an, wenn du warst gerade dabei. Ich will den Tisch raus. Ich will jetzt nicht erzählen, dass du das schon wieder vergessen hast. So, runter. Ja, halt mir fest. Ja, halt mir. Ich nehm den hier vorne ab. Ja, so, geh da hin. So, du gehst da rüber. Vorüber. Ich habe ihn das vor 5 Minuten gezeigt. Wieder zurück, Leute. Wieder zurück. Rüber, weiter rüber. Einmal drehen. Ja, ich will ihn noch nicht kaputt machen. Ah, jetzt rüber vor den Tannenbaum. Supi. Also ist jetzt, wir bringen die Stühle nach oben, ja, die übrig geblieben sind. Richtig, wir brauchen aber 10 kommen dahin, ne? 12. Zwölf. 12. Was hat mir gesagt? Weiß ich nicht mehr, wer ist auch verwirrt. Nee, 10, nee, 12, nee, 10, nee, 12, nee, 12. Da wirst du durcheinander. 12 heißt auf Ostfriesisch 12. Hier hat keiner die Stühle abgedeckt. Mir wird sowas von schlecht. Was habt ihr wieder fabriziert? Weißt du, wer mit dem Ding hier? Jetzt hau ich ihn an. Das Ding muss auf. Er stellt mir die Stühle genau unter. Wieso wirst du denn so böse? Weil mir das langsam reicht, weißt du? Die machen unnütz Arbeit. Udo! Mir bleibt jetzt ganz ruhig. Leute, wenn ihr das gesehen hättet, ich muss die Klappe hier oben aufmachen und er stört mir den Stuhl genau vor der Klappe. Die machen mir hier doppelt und dreifach Arbeit. Pass auf, was kommt jetzt? So, jetzt machen wir eine Menschenkette. Das heißt, einer geht da rein, gibt die Stühle an, der nächste steht hier, der andere steht da mitten auf der Treppe und gibt mir den an. Und dann wird das oben systematisch gelagert. Und was machst du? Ich mach die Lagerung. Mit Lagersystem kennt ihr euch genauso viel aus wie nichts tun, gar nichts tun.
Mir kann Lagersystem so packen, dass wir ich meine, ich kann mal jetzt auch, wenn du wieder anfängst hier. Weil dann haben wir wirklich noch Platz. Mir wird jetzt gerade richtig schlecht. Wiffeltesch, hast du das hier direkt vor der Tür gestellt? Ja. Können wir morgen früh nochmal wiederkommen, wenn wir das hier oben aufgeräumt haben? Also du weißt noch, wo wir mit dem Sub. Nee. Aua. Ja, ich würde dann mal weggehen. Hat nach Bogen, Luft an und. Kannst du nicht erfinden. Kannst du nicht erfinden. Hier kann mir, noch einer mehr hin. Ja, mir wundert, die standen so viele Sachen, da sagt ja, er. Ja. Ey. Guck dir doch mal an. Ja, es nee. Ey, habt ihr sie noch alle? Da hinten ist nichts hingekommen, aber hier. Du mal, Ulla, das hast du noch nie gesehen. Was ist denn hier los? Ja, das Wildwildsystem. Nee. Was ist? Nix ist, gar nichts ist weg. Gar nichts. Die Kamera da weg! Ich wollte das nur mal so filmen. Ich hab keinen Bock mehr. Hau die Kamera kaputt. Udo, da gibt's keine schönen Videos mehr von uns beiden. Ja, perfekt. Kannst du nicht ziehen, du hast jetzt eine Möglichkeit. Eine einzige Möglichkeit. Ja. Entweder stellst du dich dahin. Ja. Oder ich komm runter und hau dir so ein Puzzle, dass Willi das Puzzle in Millionen teilt. Aber das sind zwei Möglichkeiten. Ja, dann hast du zwei Möglichkeiten. Reinschieben. Stehen lassen, das wird als letztes fertig gemacht hier. Liebe Leute da draußen, hier ist übrigens unser Lager. Jetzt kann man noch ein bisschen schauen. Wir haben nämlich so viel Kram. Das wird von Wilfried verwaltet. Das ist jetzt natürlich alles nicht eingeräumt. Aber wir haben Trikots und Ausrüstung. Und was wir so alles haben, das wird dann hier gelagert. Weil wir können das nicht hinten im Container alles lagern. Gerade bei der Kälte. Deswegen bekommt Wilfried hier jetzt ein eigenes Lager, weil es wirklich so viel Sachen ist für die ganzen Spieler, für die Jugendspieler. Torwarthandschuhe, Schienbeinschoner, Stutzen, Socken, Trainingsoutfits und. Deswegen hier jetzt das neue Lager. Finden wir ganz geil gemacht. Man hat mehr nicht Platz. Hier kann nicht jeder bei und sich immer irgendwas holen, was er braucht, sondern Wilfried kann dann alles schön verwalten, ne? Ja, so wird das auch. Das ist hier einfach ein großes Verschieben, aber anders ging das nicht. Jetzt nehmen wir den Laminat. Und den schmeißen wir jetzt da vorne in der Ecke, denn der wird jetzt in den nächsten Tagen hier verlegt. Dann können die Jungs direkt hier den Laminat nehmen und da verlegen. Kühlschrank jetzt ins Büro. Ja, aber warum machst du denn nicht hier? Weil der dann nach vorne gibt's die Flasche. Nein, du gibst den Gläser drauf, also die Getränke drauf. Nein, du musst ihn hierher drehen, damit du ihn hierher kippen kannst. Udo wollte ihn in die Richtung kippen. Ja, guck mal hinten, was da ist. Nix. Da ist doch das Kühlding und dann alles, oder nicht? Nee, da ist eine Wand vor. Oh. Eine Wand vor. Ja, sag ich doch. Meinst du, ich bin blöd? Noch ein bisschen. So. Hier eine Angabe, wo ich her muss. Okay. Wenn der vorne da schon gesagt worden ist, im Büro. Wo ist die Türzeige? Wieso ist das Ding hier wieder? Lass ihn in Ruhe, das ist mein Ding. Ja, dann ist, ich zeig dir gleich, was dein Ding ist. Liebe Zuschauer, nun kommt das Schönste und da sind wir richtig stolz drauf. Ihr wisst ja alle, wir haben Doku über unseren Verein gedreht und die kommt am 19.12. um 20 Uhr, glaube ich, nicht? Bei Facebook und YouTube komplett kostenlos. Wir haben eine Doku gedreht, also den ersten Teil. Es sind mehrere Teile, es sind insgesamt 6 Teile. Eine Doku über unseren Verein, über eine ganze Saison. Die Hinrunde ist vorbei, total spannend, total gut gemacht. Und das ist auch das Design dazu. Ja. Wir sind stolz auf unser Dorf. Geht natürlich auch hier um das Dorf. Wir machen Dorfführung. Man ist beim Spielen dabei. Man kann das so richtig auch erleben. Ne? Ja. Wie war die Saison? Diese Mannschaft? Wie haben die abgeschnitten? Ja. So, und der erste Teil ist am 19.12. Das ist schon schön geworden. Das ist das Design von der Doku. Wir sind stolz auf unser Dorf. Das ist so ein Schild, das haben wir machen lassen. Da haben wir auch mehrere von. Die können wir auch wohl verlosen, auch wohl bald. Ne? Wir können wohl ein, zwei Mal verlosen. Ja, so. Und ja, das wollen wir ihm aufhängen, weil wir sind hier wirklich stolz auf unser Dorf. Das ist eine ganz tolle Sache. Ja, so. Und jetzt hör auf mit deinem Stolz und dies und das. Schau, haben wir hier. Jetzt kommt unsere Spezialität, Bilder aufhängen. So, Zollstock. Richtig.
du eine Wurst in die Hand gedrückt? Ja, Mettwurst hat er mir in die Hand gedrückt. Er freut sich sonst immer auf Mettwurst, aber nicht, wenn Arbeit ist. So, wir gucken. Hier sind jetzt 67,5. 58, 67 müssen wir da ein bisschen rüber. So, da, zack. Ich, das passt so. Weiter rechts. Ja, der knackt auch rüber. 24 ein bisschen tiefer. So. So, liebe Zuschauer, jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt. Dieses Bild. Das ist vor knapp 50 Jahren entstanden. Wer hat das noch gemalt? Pony hieß der. Der Pony, der wohnte direkt gegenüber. Der hat immer damals die Schlüsseln gehabt und da hatten wir alle Respekt vor. Und der hat, konnte malerisch sehr gut malen. Und das hat er uns dann hergestellt. Nehmen wir Geschichte zu dem. Ich habe gehört, er hat zweimal im Jahr für alle hier ausgegeben. Richtig, zweimal im Jahr hat er für alle hier richtig einen bei Land gezogen. So, und der hat dieses Bild hier früher gemalt. Das hängt hier schon seit Ewigkeiten im Verein. Und lachen auch viele drüber, weil es halt schon wirklich witzig aussieht. Da passt halt vorne und hinten alles nicht. Aber gehört zu uns. Und wir ehren es. Wir ehren es und wir ehren Pony. Und deswegen hängen wir das Bild genau dahin. Als Erinnerung. Richtig. Und irgendwie ist es ja auch cool. Ja, und das gehört einfach zu Soestenfelde, dieses Bild. Das haben so viele Mannschaften schon gesagt, die hier oben gesessen haben. Das Bild passt zu Soestenfelde. So, jetzt müssen wir genau wissen, wo die Mitte ist. Befruchtest du da die Heizung oder was war das? Mir muss erstmal hochkommen. 11,3. Ja, du musst in höher. Was ist? Stopp! Zurück! Alles sagen muss. Noch weiter. Noch weiter. So blöd kann man nicht, wenn die zerstören, dann dafür den Befund der ist. André, kannst du nicht nur eine Dürre klauen? 24. 23, so. Ein Geotag. No, so. Und hier ist auch 25, machen wir da. Ja. So, und das war eine Schraube. Sind immerhin noch ein Handwerker. Diesen Sonntag, der 19.12. um 20 Uhr, startet unsere Dokumentation Wir sind stolz auf unser Dorf. Kostenlos bei YouTube und Facebook könnt ihr das Ganze anschauen und ihr könnt dieses signierte Schild gewinnen. Um dieses schöne Schild zu gewinnen, schreibt einfach unter den Kommentaren #, wir sind stolz auf unser Verein. Unser Dorf! Ja, jetzt fängt das schon wieder an, weil du jedes Mal während den Mützen schießt du durch die Gegend. Und was hat das denn damit zu tun? Weil du dir nichts merken kannst. Nee, also liebe Leute, nochmal in aller Ruhe, in aller Form, wenn ihr dieses schöne Schild mit unseren Unterschriften gewinnen wollt, schreibt unter den Kommentaren Hashtag, wir sind stolz auf unser Dorf. So, und jetzt wünsche ich euch viel Glück. Moin, meine kleinen Einwegschlüpfer. Wenn ihr Spaß an diesem Video hattet, teilt es, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Video fandet und genießt den Abend. Tschüss. Liebe Zuschauer, mir soll jetzt ein Outro machen. Mir hat keine Ahnung von Outro, nicht? Aber lasst einen Daumen unter den Kommentaren drin oder abonniert unseren Kanal oder wie auch immer. Ich hab da auch keinen Bock. Du hast dir nicht ein Wort gemerkt. Nicht ein Wort hast du dir gemerkt. Zu viel ist. Wir machen hier jetzt ein Outro, sagst du. Ich weiß doch noch nicht mal, was ein Outro ist. Abonniert dir jetzt den Kanal, mir hat auch kein Bock mehr hier. So, tschüss. Nee, du lachst. Was ist ein Outro? Das kommt am Ende. Ja, Outro, da kannst du mal sagen, das ist Schlusswort. Du bist sowas von kompliziert, bist du. Outro. Oh, ich mach jetzt ein Outro. Da liegt ein Haufen. Der muss jetzt in die Schubkarre. Blödsinn, Outro.